Die Bänder stehen still beim Autozulieferer Sponti. Kurzarbeit ist angesagt. Alle arbeiten nur noch 50%. Der Betriebsrat hat dem zugestimmt. Allerdings nur, weil der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld um 15% aufstockt. Das war die Bedingung. Doch was heißt Kurzarbeit für den Betriebsrat? Einfach ist es bei freigestellten Betriebsratsmitgliedern. Die haben in Krisenzeiten jede Menge zu tun. Kurzarbeit gibt es für Freigestellte daher nicht. Das sieht auch die Bundesagentur für Arbeit so. Freigestellte Mitglieder erhalten weiter das volle Gehalt vom Arbeitgeber. Anders sieht es für die nicht freigestellten Betriebsräte aus. Die müssen nämlich genauso behandelt werden wie ihre Kollegen im Betrieb. Sie bekommen daher Kurzarbeitergeld und die Aufstockung des Arbeitgebers. Was ist aber, wenn ein nicht freigestellter Betriebsrat außerhalb seiner verkürzten Arbeitszeit Betriebsratsarbeit erledigt? Dann bekommt er für die Dauer dieser Arbeit sein normales Gehalt vom Arbeitgeber und nicht das geringere Kurzarbeitergeld. Das Thema Vergütung für Betriebsratsmitglieder sollte in der Kurzarbeiterbetriebsvereinbarung geregelt werden. Und wo informiert sich der Betriebsrat? Natürlich beim Bund Verlag.